Ja, lieber Fritz, ich freue mich, dass du auch bei unserem zweiten Gespräch dabei bist. Lina und ich wollen jetzt ein bisschen intensiver eingehen auf so die systemischen Erklärungsmuster, die du ja im ersten Gespräch schon angedeutet hast. Du hast erklärt, was mit systemisch gemeint ist, auf Spielregeln zu schauen, hast gesagt, dass die Spielregeln von Familie andere sind als von Unternehmen und die große Herausforderung natürlich darin besteht, wenn diese beiden Systeme eng verkoppelt sind, eine Koevolution eng aufeinander bezogen sind, wenn dann die Personen, die in diesen Systemen relevant sind, wenn die dann mit beiden, ja, Spielregeln konfrontiert sind. Das ist eine große Herausforderung. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen intensiver schauen, wie ja, kann denn aus dieser Herausforderung auch sowas wie psychische Problematik entstehen? Wie können Verhaltensauffälligkeiten entstehen, die dann auch bezeichnet werden, vielleicht als psychische Krankheit. Und du hast bereits im Jahre 2007, also vor 15 Jahren, dazu einen Text geschrieben, der heißt Familienunternehmen als Risikofaktor, die Doppelbindung des potenziellen Nachfolgers. Und da hast du systemische Konzepte genutzt, zum Beispiel das Konzept Doppelbindung von Gregory Bateson, aber auch das Konzept bezogene Individuation vom Helm Stierlin, einem wichtigen Begründer der Familientherapie in Deutschland, Heidelberger Schule, aus der du ja auch kommst. Und ich möchte dich einladen, mal uns ein bisschen was darüber zu erzählen. Was kann man mit diesem Konzept der bezogenen Individuation verstehen, erklären und speziell auch in Bezug auf unsere Fragestellung psychische Probleme in Unternehmerfamilien? Bezogene Individuation. Generell gilt ja, und das gilt nicht nur in Familien von Unternehmen oder von Familienunternehmen, muss man als Einzelner, der in eine Gesellschaft hineinwächst oder in ein soziales Umfeld hineinwächst, eigentlich immer den Konflikt bewältigen zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Ja, man braucht andere Menschen, man ist auf sie angewiesen, man sucht ihre Nähe, Geborgenheit, Liebe, um es mal romantisch auszudrücken. Und auf der anderen Seite sucht man Autonomie, seine Freiheit, seine Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Und eigentlich geht es bei diesem Konzept der bezogenen Individuation darum, wie kriegt man das balanciert? Das ist also für jeden die grundlegende Frage in unserer Zeit. Früher war das einfacher, da ist man in eine Familie hineingeboren und das waren, was weiß ich, Orgelbauer und dann war klar, man wird auch Orgelbauer, weil schon die Vorfahren Orgelbauern waren und die Enkelkinder werden es auch sein. Ja, aber heutzutage ist die Zahl der Wahlmöglichkeiten einfach riesengroß geworden, was ein neues Problem mit sich bringt. Nun, für jemanden, der in einem Familienunternehmen aufwächst, wird es schwieriger. Ich würde dazu gerne eine für mich frappierende Erfahrung berichten. In den ersten Familienunternehmenskongressen in Witten, die Studenten organisiert haben, habe ich immer eine Gruppe angeboten für Nachfolger. Und denen habe ich immer die Frage gestellt, was würdet ihr mit eurem Leben anfangen, wenn von einem Tag zum anderen die Nachfolge keine Möglichkeit mehr wäre? Unternehmen ist pleite gegangen, Nachfolge ist verboten worden, was auch immer. Ja, wir brauchen keine Erklärung, warum es nicht geht, sondern es geht nicht. Was würdet ihr mit eurem Leben anfangen? Das frappierende Resultat war, wenn da 25 potenzielle Nachfolger in meiner Gruppe waren, dann haben 24 davon keine Idee gehabt, was sie tun könnten. Die waren ihr Leben lang damit beschäftigt, mit der Frage, werde ich Nachfolger oder werde ich nicht Nachfolger? Ja. Was Nachfolger bedeutet, das war ihnen klar. Da haben sie ihre Eltern als Vorbild gehabt. Und das war unterschiedlich attraktiv. Manche Eltern haben das genossen, Unternehmer zu sein. Andere haben darunter gelitten, Unternehmer zu sein. Das war also durchaus zwiespältig. Insofern war es immer die Frage, mache ich es oder mache ich es nicht? Aber wenn ich es nicht mache, was mache ich dann? Das war ein schwarzes Loch. Da hatte keiner was hineingefüllt. Keiner hatte eine Alternative. Eigentlich hatte gar keiner eine Alternative. Und auf einmal lautete die Entscheidung, entweder ich werde Nachfolger oder ich habe keine Ahnung, was aus mir wird. Ja, das ist eine schwierige Situation. Das passiert in Briefträgerfamilien seltener.
Ja, zumal eben nicht alle in der Familie Briefträger sind, sondern da gibt es dann, was weiß ich, eine Mutter, die ist Lehrerin, und ein Vater, der macht irgendwas anderes. Also insofern ist das schon mal eine Situation, die es schwieriger macht. Und das wird umso schwieriger, je erfolgreicher das Unternehmen ist, ja, und je kleiner die Familie ist. Also wenn man ein Mehrgenerationen-Familienunternehmen hat, wie wir sie in Witten ja auch beforscht haben, wo es 240 Familienmitglieder gibt, da stellt sich die Frage ganz anders, weil die natürlich alle ihren Beruf haben und dann eben nur Gesellschafter sind und was weiß ich, ein paar Prozent oder Prozentbruchteile haben an Anteilen. Aber in der zweiten Generation ist das am allerschwersten, ja, oder in der dritten. Ja, das sind die, weil irgendwie dieses Kleinfamilienmodell da reproduziert wird und die Erwartungen an den Nachfolger halt relativ groß sind. Ja, es wird ihm gesagt, du kannst machen, was du willst in deinem Leben, Hauptsache du wirst Nachfolger. Ja, so ungefähr, das ist eine etwas paradoxe Anforderung. Ja, also es wird schwieriger herauszufinden, was man wirklich mit seinem Leben anfangen will. Also diese Autonomie-Seite, ja, zwischen den von mir vorhin zitierten Nähe- und Abhängigkeitswünschen auf der einen Seite und den Autonomiewünschen, den sich selbst beweisen, Chancen, die Welt erkunden auf eigene Faust. Ja, diese Balance ist nicht ganz im Reinen. Sie schreiben da ja auch von bindenden Systemen und dass diese eher zu einer Entwicklung von psychischen Problemen und Krankheiten führen. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, inwiefern das zu verstehen ist, diese bindenden Systeme. Naja, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das mit den bindenden Systemen und Ausstoßenden, sondern das ist in der Familienforschung und Familientherapie ein durchaus eingeführtes Konzept, von dem von Heiko Kleve erwähnten Helm Stierlin entwickelt. Man kann eigentlich sagen, es ist natürlich immer vereinfachend, wenn man so eine Typologie aufstellt, ne? Binden und Ausstoßen. Weil diese ausstoßenden Familien, das heißt Familien, die eher wenig Wärme geben, die von den Kindern früh verlangen, auf eigenen Beinen zu stehen, das findet man natürlich eher in sozial prekären Verhältnissen. Wenn Eltern sind Alkoholiker und die Zwölfjährigen müssen ihre Väter aus der Gosse nach Hause schleppen, da wird eine Erwachsensein schon vor der Zeit gefordert. Das sind eher ausstoßende Familien, so hat er sie genannt. Das ist auch etwas zu einfach, weil natürlich da durchaus auch sehr starke emotionale Bindungen vorhanden sind. Aber in Familien, wo man sich gar nicht kümmert, ja, um die Kinder, das ist nicht so häufig, aber es gibt es, da findet man eher, und das zeigt sich auch empirisch, eher delinquentes Verhalten. Ja, da gibt es eben keine Normen, die vermittelt werden durch die familiären Spielregeln, sondern jeder ist sich selbst der Nächste und dann wird halt schon früh geklaut und was weiß ich alles. Und da gibt es eher Delinquenz. Das sind ausstoßende Familiensysteme. In den Bindenden, da ist eher das Selbstständigwerden schwierig. Ja, und in diesen Familien findet man eher psychosomatische Störungen und psychische Störungen. Also wenn einfach die Fürsorge so groß ist, wenn es sich so sehr lohnt, zu Hause zu bleiben, statt auf eigene Füße zu kommen, dann hat das auch seine Folgen, weil dieser Konflikt, den ich am Anfang beschrieben habe, zwischen Nähewünschen oder Bindungswünschen und Selbstständigkeitswünschen, Autonomiewünschen, den hat man ja trotzdem. Das ist offenbar eine anthropologische Konstante, ja, der man nicht entgeht. Man will selber entscheiden, aber man ist Teil eines größeren Systems und muss dann dessen wohl auch im Blick haben. Und da ist wieder die Frage der Balance. Und wenn diese Balance immer zu Seiten des größeren sozialen Systems geht, sprich der Familie oder des Unternehmens, dann kann es eben sein, dass man zu kurz kommt. Und die Frage ist, was macht man dann mit seinem Konflikt? Ja, und man kann psychische Konflikte auf verschiedene Arten bewältigen.
Man kann sich einfach entscheiden und sagen, okay, den Preis zahle ich. Oder aber man kann Symptome entwickeln, ja, die dann dazu führen, dass man womöglich einen irgendwie faulen Kompromiss zwischen beiden Seiten findet. Oder aber, wenn man diesen Konflikt gar nicht mehr in seine Wahrnehmung lässt, das ist eine der Voraussetzungen, wie man dann körperlich krank wird und somatische Symptome entwickelt. Das heißt, dass das Unternehmen führt dazu, dass auf die Nachfolger beispielsweise, ja, so Erwartungen, Bindungserwartungen ausgerichtet sind. Also man bleibt sozusagen im Familienkontext für das Unternehmen. Man kommt nicht so wirklich raus in die eigene Autonomie. Ne? Das hast du ja schon beschrieben, dass also Nachfolger, potenzielle Nachfolgerinnen, Nachfolger, wenn ich gar keinen Plan B hatten, was passiert eigentlich, wenn das mit der Nachfolge nicht klappt? Was kann ich dann eigentlich tun? Ne? Ja, das ist ja vielleicht auch schon ein wichtiger Hinweis. Also Leute, wenn ihr als Nachfolgerinnen und Nachfolger einsteigen wollt, überlegt euch trotzdem auch, was könnte ein Plan B sein? Ne? Was könnte jenseits des Familienunternehmens für euch attraktiv sein? Ne? Also schon mal eine wichtige Perspektive, da auch eine Alternative zu überlegen. Mein Rat an jeden potenziellen Nachfolger ist, sieh zu, dass du auch ohne Nachfolger zu werden gut überleben kannst, ja, und leben kannst. Dann kannst du auch guten Gewissens Nachfolger werden. Das gilt natürlich auch auf der anderen Seite, ne? Für das Unternehmen. Ja, sorg dafür, dass kein Familienmitglied wirklich nur überleben kann, wenn es im Unternehmen arbeitet, weil das auch die Überlebensfähigkeit des Unternehmens natürlich fördert. Ja, Organisationen, Unternehmen, die sozusagen eine gewisse Personenunabhängigkeit haben, was ja Organisationen auszeichnet, sind natürlich auch überlebensfähiger als welche, die an ganz konkrete Personen ausgerichtet sind. Ne? Ja, was vielleicht noch interessant wäre, auch so, du hast es schon ein bisschen angedeutet, so die konkreten Symptomatiken, die so auftauchen können. Ne? Du hast gesagt, okay, das können zum Beispiel auch Krankheiten sein, also psychosomatische Symptomatiken. Was sind denn noch so für andere Verhaltensauffälligkeiten sichtbar? Was hast du da so vielleicht auch kennengelernt im Laufe deiner Erfahrung, im Laufe deiner Arbeit? Ja, also vom WIFU vielleicht auch schon als Familientherapeut, aber dann auch das, was du so kennengelernt hast im Kontext deiner Tätigkeit am WIFU. Wie zeigt sich denn so eine psychische Problematik und Auffälligkeit bei Menschen aus Unternehmerfamilien? Da kann ich jetzt nicht wirklich fundiert Antwort geben, weil bei somatischen Erkrankungen oder psychosomatischen gibt es ja das, was man körperliches Entgegenkommen nennt. Das heißt, da gibt es konstitutionelle Faktoren, die einen eher, um es jetzt mal flockig zu formulieren, manche Leute haben eher das Talent, irgendwas am Magen oder Darm zu entwickeln. Andere Leute haben eine schwache Lunge und diese Talente in Anführungsstrichen oder wenn man so will, diese Vulnerabilitäten, die werden dann wirksam. Was die psychischen Seiten angeht, da kommen halt solche Identität zusammenhängenden Punkte ins Spiel. Leute werden depressiv. Ja, man muss nur die Zeitung lesen und dann liest man, dass wieder irgendein potenzieller Nachfolger sich umgebracht hat und von irgendeiner Brücke gesprungen ist, ja, ob das Fiat-Nachfolger ist oder für andere. Also das ist nicht wirklich jetzt eins zu eins zuzurechnen. So schlicht funktioniert das nicht. Ja. Aber ich kenne einige, ich will jetzt nicht übertreiben. Ja. Es ist auch keineswegs verpflichtend für Familien, von Familienunternehmen irgendwelche Mitglieder zu haben, die Störungen haben, um das deutlich zu sagen. Ja. Ich kenne auch Familien von Familienunternehmen, die alle pumperl gesund sind. Ja. Aber ich kenne einige, wo halt irgendwelche Kinder oder Geschwister dann eine Patientenkarriere eingeschlagen haben. Ja, nach dem Motto, der ältere Bruder ist der technische Leiter, die Schwester macht die kaufmännische Leitung, ja, und der zweite Bruder ist beschäftigt in der Paketannahme. Ja? Also daran sieht man es dann irgendwo. Ne? Das Unternehmen hält ihn mit am Leben. Ja? Aber es ist natürlich ein riesiger Unterschied dann zwischen den Geschwistern, was dann die Geschwister manchmal auch
sehr ärgerlich machen kann. Ich erinnere mich an eine Familie, das war sehr beeindruckend für mich, die mir jetzt, wo wir dieses Termin vereinbart haben, wieder ins Gedächtnis kam. Da waren vier Geschwister, ja, drei Brüder und eine Schwester. Und alle drei, also drei Geschwister arbeiteten im Unternehmen und ein Bruder lebte in einem Wohnheim für psychisch Kranke, schon seit 10 Jahren. Ja. Aber er war der Liebling der Mutter, die sich natürlich um ihn kümmerte. Ja. Als ich gefragt habe, was wäre, wenn der Bruder wieder gesund wäre, antworteten die Geschwister, dann müsste meine Mutter sich einen Hund anschaffen, ja, was finde ich sehr böse ist, ja, was natürlich auch zeigt, welche Wut diese Geschwister auf ihren behinderten Bruder hatten, weil der erbte genauso viele Anteile vom Unternehmen wie sie, während die ihre eigenen Karrieren aufgegeben haben. Die Schwester war Lehrerin, ist dann, weil es im Unternehmen irgendwie schwierig war, ins Unternehmen gekommen, hat da gearbeitet. Also insofern sind das hochkomplexe dann auch Beziehungsmuster, die man sich im Einzelfall ansehen muss. Ja, wobei ich jetzt hier keinerlei Ursache für die psychische Erkrankung dieses Bruders konstruieren will, ja, weil familiäre Muster können heilen und sie können einen auch in den Wahnsinn treiben, ja, wie jeder, der eine Familie hat, weiß. Dazu braucht man kein Unternehmen. Ja, vielleicht, Lina, ich würde gerne nochmal nachfragen, bevor wir vielleicht auch so zu positiven Aspekten der Bearbeitung kommen. Also was könnten so Aspekte der Bearbeitung sein? Da wird die Lina nochmal drauf eingehen. Ich würde gerne nochmal fragen, du hast jetzt stark also die operative Nachfolge auch in den Blick genommen, ne? Also das Mitarbeiten im Unternehmen. Wir haben ja auch vermehrt also mit Gesellschafterfamilien zu tun. Also wir nennen das ja aktive Eigentümerfamilien, wo die Familie gar nicht mehr im Unternehmen tätig ist, sondern externe Geschäftsführer, familienexterne Geschäftsführer engagiert hat und im Hintergrund über Aufsichtsgremien das Unternehmen kontrolliert. Und sie erben sozusagen die Anteile, das hast du auch schon gesagt, also mehrgenerationale Familienunternehmen, wo die Anteile dann immer weiter vererbt werden, egalitär, ne, auf die Nachkommen. Und auch da gibt es ja möglicherweise Muster, ja, allein dadurch, dass ich was erbe von meinen Ahnen, dass von mir etwas erwartet wird, was ich mit diesem Erbe mache, ja, auch das hat ja einen Effekt möglicherweise, oder? Ohne dass ich operativ mitarbeite. Ja, also da kann ich nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, weil im klinischen Kontext sind eher die Familien mir begegnet, wo die erste oder zweite Generation waren. Aber ich habe eine gute Freundin, die ist Erbin eines sehr bekannten Familienunternehmens, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht sage. Ja, und die hat einen Sohn, den ich kenne seit seinem dritten Lebensjahr, der ist inzwischen allerdings auch schon 40. Ja, und der hat fast sein ganzes Erbe an Attac gespendet, ja, was von dem Rest der Familie natürlich als Symptom interpretiert wird. Ja, weil der irgendwie das Gefühl hatte, er hat einen unverdienten Reichtum. Ja, und er muss sich jetzt weisen und er muss ihn wieder loswerden. Er muss ihn wieder loswerden, damit er überhaupt die Chance hat, ja, sich selbst zu beweisen. Genau. Aber also, das müsste man systematisch untersuchen. Ich kann da so aus der klinischen Praxis relativ wenig erzählen. Meine Hypothese wäre, je geringer die Anteile, je größer die Familie ist, ja, desto weniger wichtig ist das Familienunternehmen, weil de facto erbt man dann halt eher, oder wenn da jetzt nicht so eine starker traditioneller Druck da ist, der durchaus da sein kann, wohlgemerkt, ja, bei Mehrgenerationenfamilienunternehmen, aber wenn der nicht da ist, dann erbt man halt irgendwie Anteile an einem Investmentfonds, ja, wenn das psychisch harmlos ist. Aber ich behaupte keineswegs, dass das immer psychisch harmlos ist. Ja. Da würde ich gerne doch nochmal nachfragen, Fritz, weil wir in diesen großen Familien, wo eben die Anteile vererbt werden, dieses Treuhänderprinzip sozusagen beobachten. Es wird erwartet, dass man diesen Anteil treuhänderisch behütet, pflegt, um ihn auch weitergeben zu können. Und du hast auch ein Buch also geschrieben vor Jahren, Jahrzehnten, weiß ich gar nicht mehr genau wann, Radikale Marktwirtschaft.
mit Kollegen, wo du sozusagen dieses Prinzip von Geben und Nehmen beschrieben hast, ne? Also Handeln ist Handeln. Also wenn wir etwas handeln, sozusagen im Verhaltenssinne, dann handeln wir auch im ökonomischen Sinne. Und was ich ganz spannend finde, ist, wie du es auch gerade beschrieben hast, bei dem Menschen, der das an Attac dann verschenkt hat, sein Erbe, dass er was bekommen hat, möglicherweise ohne etwas dafür schon gegeben zu haben. Normalerweise müssen wir arbeiten, müssen wir Energie reinbringen, ja, in unser Leben, um etwas ernten zu können, um etwas bekommen zu können, ne? Erst was tun und dann kriege ich was. Und dann kann ich stolz darauf sein, dass ich es habe und kann es dann auch ausgeben oder was Schönes damit machen, was auch immer ich damit gerne machen möchte. Jetzt ist es ja hier umgekehrt. Ich kriege was, ohne etwas dafür gemacht zu haben. Und das führt dann möglicherweise zu einer, ja, zu so einem komischen Gefühl, ja. Und wir haben tatsächlich auch, wir haben auch eine Doktorarbeit, die sich damit befasst, wo deutlich wird, Leute, die etwas bekommen, ohne etwas dafür schon gemacht zu haben, müssen dann erst mal zeigen, dass sie es auch wert sind, dass sie das bekommen, ja, können, was sie da sozusagen schon haben. Sie müssen im Nachhinein beweisen, dass sie es wert sind. Kannst du mit dieser Idee was anfangen? Macht das Sinn? Ja, ja, ich glaube aber nicht, dass das so einheitlich ist. Also ich glaube, dass es das gibt, wie du, das passt eher zu der Attac-Geschichte, ja, nach dem Motto, ich will das nicht haben, weil ich habe nichts dafür geleistet. Es gibt aber durchaus auch Erben, die einfach das als Geburtsrecht ansehen. Ja, es ist meins. Ich erinnere mich an ein Familienunternehmen, wo ein 14-Jähriger als seine, das habe ich glaube ich auch in dem Artikel beschrieben, als seine Eltern im Urlaub waren, einfach Leute entlassen hat, weil er dachte, es ist sein Unternehmen, ja, so wie es seine Wohnung ist, die Familienwohnung. Aber und als drittes, das scheint mir nochmal auch ein wichtiger Punkt, wenn diese Erwartung ist, Treuhänder zu sein, dann ist das ja eine doppelte Botschaft. Einerseits wird gesagt, du bist vermögend, ja? Auf der anderen Seite aber wird gesagt, nutze es nicht für dich, sondern gib es weiter. Ja, das heißt, da wird so eine Art Schuldkonto aufgemacht. Du hast es gekriegt von deinen Eltern, das musst du weitergeben an deine Kinder, an die nächsten Generationen. Enkelfähigkeit. Ja, das heißt aber, dann sind die Enkel fähig, aber was machst du jetzt damit? Also da ist es ganz schwierig, die Balance wieder zu finden, ne? Dass man es durchaus auch ausschöpft, was man da gekriegt hat, das Erbe, erwirb es, um es zu besitzen, aber verjubel es nicht. Also das ist nicht so schwer, nicht so einfach hinzukriegen, da die Balance hinzukriegen. Ist das nun meins und ich kann, ja, Leute, die schnell und überraschend reich werden, die bleiben es ja meist nicht lange. Ja, also Lottogewinner sind schnell verpulvert, auch Schlagersänger landen häufig im Schuldturm, hätte ich beinahe gesagt, sind insolvent ganz schnell, weil sie doch zu viele Ferraris gekauft haben. Und damit umzugehen, einfach sich eine Lebensqualität zu gönnen und trotzdem dafür zu sorgen, dass das Unternehmen weiterlebt. Ja, das ist wieder so ein Konflikt, so ein Dilemma. Und mit Dilemmata können Leute offenbar ganz schwer umgehen, obwohl das Leben voller Dilemmata steckt. Wir stecken permanent in irgendwelchen Paradoxien drin, wo das Richtige das Falsche ist, das Falsche das Richtige, je nachdem, auf welches dieser Systeme, in denen wir da drin stecken, es beziehen. Und haben Sie ein paar Ideen, wie eine positive Bearbeitung von jetzt diesen für Unternehmerfamilien spezifischen Risikofaktoren aussehen kann? Also jetzt Umgang mit solchen Dilemmata zum Beispiel. Wie kann präventiv damit umgegangen werden? Naja, mit allem, das ist ja sozusagen eine Gefahr, in der man da drin steckt oder die man sieht. Und wie bei den meisten Gefahren ist ein sehr bewusster Umgang erstmal zu empfehlen. Also diese Logik zweier unterschiedlicher Spiele, wenn man die bewusst macht, wenn die ganze Familie sich dessen bewusst ist, dass sie in diesen Paradoxien drin steckt, dass sie permanent neu entscheiden muss, folgen wir jetzt einer familiären Logik und das ist bedingungslose Akzeptanz der Kinder, das ist ja meist, ja, Kinder müssen ja normalerweise nichts leisten, ja, um
akzeptiert zu werden für ihre Eltern. Im Unternehmen muss man was leisten, um akzeptiert zu werden. Also eine klare Trennung dieser Spielfelder im Bewusstsein, auch in der Kommunikation, dass man darüber redet. Das sind zwei verschiedene Spielfelder, wo Entscheidungen nach unterschiedlichen Prinzipien getroffen werden. Wenn das alle wissen, ja, dann hat man die Chance, dass, wenn im Unternehmen anders entschieden wird als in der Familie, dass jemand zum Beispiel nicht Nachfolger wird, ja, obwohl er ein anderes Geschwister aufsteigt im Unternehmen, dann hat man die Chance, dass man das auch ein Stück weniger emotional bedeutungsvoll diskutieren kann. Ja, also ich glaube, das ist der erste Schritt, dass ein Bewusstsein, das betrifft alle, das betrifft natürlich auch die Eltern, nicht nur potenzielle Nachfolger, dass diese beiden Logiken erstmal bewusst sind und dann auch ein Stück auseinandergehalten werden. Das scheint mir ein wichtiger Punkt. Ja. Und zum Zweiten sich davor zu hüten, diese doppelten Botschaften zu geben, wie ich sie vorhin kurz skizziert habe, nach dem Motto, du kannst werden, was du willst, auch Pfarrer, aber Hauptsache du wirst Nachfolger. Ja, also diese doppelten Botschaften besser nicht zu geben, sondern sich darüber klar zu sein, auch über die Wünsche. Das Problem ist ja, dass gerade in den früheren Generationen, ersten, zweiten Generationen, ja, gerade von Gründern, doch hohe Erwartungen an die Nachfolger gestellt werden. Man lebt in dem Unternehmen weiter. Und das gibt dann natürlich schon auch wieder eine doppelte Botschaft an potenzielle Nachfolger. Ja, einerseits sagen sie, so großartig wie ich wirst du sowieso nicht sein, weil ich habe das Unternehmen gegründet, aber bitte mach weiter, damit ich ewig lebe. Ja, also das sind ja sehr, ziemlich mystische Dinge, um die es da teilweise geht. Ja, aber wie gesagt, das ist hier, man muss das damit offen umgehen, das offen handeln. Ja. So wie in der Schule andere Spielregeln gelten als in der Familie, so gelten im Unternehmen unterschiedliche Spielregeln. Darüber kann man reden. Im Hinblick auf psychische Krankheiten ist vielleicht auch gerade diese Enttabuisierung wichtig und eine Normalisierung, oder? Also auch zu sehen, Erfahrungen zu sammeln, anderen geht es ähnlich wie mir oder haben ähnliche Probleme. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das hilfreich ist. Ja, das ist sicher hilfreich, da mit anderen sich zu vergleichen. Das haben wir ja gesehen. Familienunternehmen haben lange Zeit sehr isoliert gelebt. Ja. Wenn man Familienunternehmen in einem kleinen Ort hat, ja, dann wachsen die Kinder da natürlich auch verschieden auf, ja, weil man sehr prominent ist. Und dann geht man gewissermaßen in dieselbe Schule mit lauter Kindern, deren Eltern bei den eigenen Eltern arbeiten. Ja. Und auch das ist für die Entwicklung schwierig, weil normalerweise orientiert man sich in seiner Identitätsbildung als Individuum einerseits an den Eltern, an deren Spielregeln, andererseits an den Peers. Was machen die? Ja, indem man, was weiß ich, sich eine Reißnagel durch die Backe zieht und die Eltern sind entsetzt, hat man seine Autonomie bewiesen, wenn alle anderen das auch machen im gleichen Alter. Ja, und auf der anderen Seite macht man halt Sachen, die die Eltern machen und hat sich gegen die Peers abgegrenzt. Das wird schwieriger auch, wenn man ein Unternehmen hat und man einen Namen auch noch hat, der womöglich derselbe ist wie das Unternehmen. Also das sind alles Schwierigkeiten in dieser Phase, mit denen man dann umgehen muss. Aber auch das macht Sinn, das bewusst da zu schauen und zu schauen, wie man damit umgeht und es nicht zu verleugnen. Das ist der entscheidende Punkt. In Therapien habe ich eine sehr, sehr gute Erfahrung damit gemacht, die Familien immer zu fragen. Also das waren natürlich immer Familien, die hatten schon ein Problem. Ja, die kamen schon mit irgendwer einem Symptomträger, wobei der wechselte manchmal, da hatte jemand Symptome. Und die Frage zu stellen an alle Beteiligten, wenn sie wollten, dass diese Symptome sich verstärken, was könnten sie tun? Alle. Das ist natürlich eine bösartige Frage, weil sie ja irgendwo impliziert, dass jemand da Einfluss drauf hat. Aber es hat ja auch jemand Einfluss, aber es hat trotzdem keine Kontrolle über das, was da geschieht. Und wenn man quasi alle fragt, wie sie Einfluss nehmen, kann man auch ein Stück die Erfahrung nutzen, die sie haben. Nach dem Motto, beim letzten Mal ist Karl-Heinz ausgerastet, als ich das und das gesagt habe. Okay, das wäre wichtig zu schauen, was sind solche Dinge, die positive oder negative Wirkung haben. Ja, da genauer hinzuschauen, einfach ein Bewusster der eigenen Spielregeln in der Familie oder auch im Unternehmen zu werden.
Wunderbar, dass du es aber mal angedeutet hast, worum es gehen kann. Darum ist es ja, also es ist ja auch unsere Intention, das aus dem Tabu zu holen. Einerseits für die Forschung das Thema zu öffnen, da werden wir jetzt ja dran arbeiten mit einem neuen Forschungsprojekt. Und andererseits aber auch für die Menschen in Unternehmerfamilien einen Kontext zu bieten, wo über diese Themen ganz offen geredet werden kann. Und auch dafür stehen wir zur Verfügung, auch als Institut. Ganz herzlichen Dank, lieber Fritz, dass du uns in das Thema eingeführt hast. Wir stellen auch so zwei zentrale Texte von dir zur Verfügung, die man dann hier auch runterladen kann von unseren Seiten. Einmal den von mir schon erwähnten Text Familienunternehmen als Risikofaktor von 2007 und dann noch einen älteren Text sogar von 2000, der in einer Ausgabe der Familiendynamik erschienen ist, die Familie des Familienunternehmens. Also auch an die Zuschauer gerichtet. Diese Texte sollten Sie, wenn Sie sich für das Thema interessieren und das jetzt auch nochmal nachbereiten wollen, was Sie jetzt gesehen haben, gehört haben, diese Texte sollten Sie lesen. Die sind sehr gut verständlich und bieten nochmal eine wunderbare Vertiefung in die Thematik. Also ganz herzlichen Dank und bis bald.